Weil für mich besteht dieses letzte Level eigentlich nur aus Infanterie-Spam. Dann bereiten wir alles vor. Ja. Zum Infanterie-Spammen habe ich halt schon einen Code, der da richtig gut passt. Also man kann das Ganze auch mit Jake und Rachel spielen, das funktioniert auch super, aber ich bevorzuge hier eigentlich auch die beiden, weil Sammy einfach der beste Co. ist, um Infanterie zu spammen. Was ist der Perk, den du dafür mitnimmst? Meinst du die hier jetzt, oder? Das, was du da immer aussuchst, das ist doch so eine Art Perk. Ja, das sind so kleine Extra-Boni. Ja, was nimmst du denn damit? Also, da oben steht's ja schön, also Teamwork macht, dass mein zweiter Co. 5% mehr Schaden macht. Sale Price verringert meine Produktionskosten um 5%. Luck ist, ja, random higher damage, damit hat man ungefähr 10% mehr Glück. Und Star Power ist, dass sich meine Gabe 10% schneller auflädt. Hey. Der Skill, den du ausgesucht hast, war einfach nur die Preissenkung. Yep. Davon gibt es auch noch einen zweiten, der macht das Ganze nicht nur um 5%, sondern um 8%. Man kann sogar beide gleichzeitig nicht haben, dann hat man 13% weniger Kosten. Nimmt man das auf Colin, hat man somit insgesamt nur noch einen Einheitenpreis von 67%. Und da weiß man dann schon, was man hat, wenn man auf einmal Bomber für ungefähr 14.000 kaufen kann. So, dieses Ups, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Naja, egal. Ein APC kann ich ja auch brauchen. Aber prinzipiell brauche ich ja eigentlich fast nur Infanterieeinheiten in dem Level. Weil es einfach so viel Ozium-Einheiten hier gibt, die man alle schön mit Infanterieeinheiten kaputt machen kann. Und wenn man mal eine verliert, dann ist es halb so wild. Eagle muss in der Zwischenzeit die obere Front machen. Die kann ich hier diesmal auch nicht mal steuern. Die ist automatisch computergesteuert. Ey, da kann man mal sehen, wie sich ein Computer schlägt. Und oben kämpft auch übrigens Candy. Als zweiter Kommandant. Und unten kämpfe ich gegen Von Bolt. Den Obermacker von Black Hole. Das scheint ja eine gewaltige Schleimpfütze zu sein. Das da? Ja. Ja, das ist so ein Riesen-Ozium. Mein Ziel ist es, das Ding kaputt zu machen. Dazu muss ich hier diese drei Schwachpunkte hier kaputt machen. Die sind allerdings durch diese drei Kristalle hier oben geschützt. Für jeden der drei Kristalle, die da oben kaputt gehen, kann ich eine von den drei Schwachstellen angreifen. Das Level habe ich gewonnen, wenn alle drei Schwachstellen kaputt sind. Na dann, nicht lang schnacken. Yep. Ich brauche vor allem erstmal mehr Infanterie. Hierfür ist Sammy einfach verdammt praktisch, weil ihre Infanterie einfach mal so 20% mehr Schaden macht. Und schneller besetzen kann. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte doch hier noch fertig besetzen.
Geheimnis in der Mission ist es wirklich einfach nur die beiden Infanterieeinheiten, die da unten versuchen, die ganzen Städte zu besetzen, kaputt zu machen, weil dann hat von Bolt nämlich so gut wie gar kein Geld und kann in seinen beiden Basen auch nicht wirklich großartige Einheiten bauen. Wenn man lustig ist, kann man die ganzen Basen da unten dann selbst einnehmen und ja, kriegt dann dementsprechend viel Geld. Man hat in dieser Mission übrigens auch wieder ein Zeitlimit, ich glaube 26 Tage war das. Also nicht sonderlich schlimm. Hallo? Ah. Wie hoch ist die Chance, dass der NPC die Mission vergeigt? So gering, dass sie eigentlich nicht existent ist. So, jetzt gibt's erstmal ein kleines Double Time. Jetzt können wir auch mal zurückschießen. Das sind Samys Infantry Matchups. Ah, jetzt kommen wieder die verzweifelten Kamikaze-Missionen. Ja, jetzt habe ich ihm seine Einheiten zusammengeschossen. Dafür benutzt man halt einfach mal seine Co-Power. Mein Transporthelikopter kriegt hier runtergeschossen. Ja, Infanterie macht halt nicht viel Schaden auf Kopter. Also gegen Transportkopter können sie schon noch ein bisschen was machen, aber insgesamt, Gibt sich die obere Sektion eigentlich immer gleich ab? nö, nicht immer gleich, aber das hängt immer davon ab, welchen Code du da oben reinsteckst und was du dem für Skills gibst und alles Mögliche. Aber im Prinzip kann man sagen, dass der ungefähr nach 10 Tagen da oben gewinnt. What a twist? So, jetzt habe ich einen Comm Tower. Können wir mal ein paar größere Geschütze auffahren, aber immer schauen, dass man schön viel Infanterie produziert. Das ist immer wichtig.
Schöne bei Infanterie ist halt, dass es halt wirklich nicht wehtut, wenn man mal eine verliert. Hallo, was war das? Missiles. Ah, kann ich eine Missiles sein gesagt. Sind immer diese tollen Raketensilos. Der wird aber schon ganz schön dezimiert. Macht nichts, der gewinnt das trotzdem. So, da müssen wir uns mal einer Ozium-Einheit entledigen. So, jetzt wird spannend. Die letzte Einheit das schafft. Wenn wirklich verliere ich halt einen Copter, aber ist mir auch egal. Ja. Aber das funktioniert doch besser als gedacht. Und die hier können wir zumindest schon mal anschwächen. Den können wir ja eigentlich auch mit nach unten schicken. Das Ozean hier können wir ablenken. Also er schiebt eine Ozean-Einheit jetzt nach unten? Ja. Weil die nächste Einheit, an die er rankommt, die Ozean, also ist der Transporter und da wird er hingehen. Ich kenne das Verhalten von Ozean gut genug. Habe ich da unten alles gemacht? Ja. Ja, geht es mit Wasser? Und drei neue Ozean-Einheiten. Da hat er eine super. Okay, jetzt habe ich ihn soweit. Jetzt sind seine beiden Infanterieeinheiten unten so geschwächt, dass ich sie weghauen kann.
noch eine Runde Double Time. So, jetzt können wir mal ein bisschen aufrüsten hier. So, jetzt hat er da unten nichts mehr, was besetzen kann. Jetzt können wir uns da unten austoben. Die restlichen Transporter können wir schön jetzt benutzen, um die Ultium-Einheiten abzulenken. Und jetzt kommt das erste Ex Machina. Der Typ ist seltsam. Ach, ja. Bist du sicher, dass der was gewinnt? Also ich habe es bis jetzt noch nie erlebt, dass ein NPC da oben verloren hat. Gibt immer ein erstes Mal. Auch selbst wenn ich könnte im Notfall auch mal ein paar Einheiten zur Unterstützung nach oben schicken. Den schon kaputt, das ist die Frage. Ich glaube ja. Ein klein bisschen Glück. Ja, das reicht doch. Moment, das machen wir doch erstmal so.
Komm, Igel, mach da oben mal was Ordentliches. Er ist einen Schritt weiter, er hat eine Einheit kaputt bekommen. Das ist schon mal gut. Jede Einheit, die er da oben kaputt kriegt, ist ein Fortschritt. Weil Candy kann nichts nachbauen. Und ich habe schon wieder eine Facebook-Nachricht bekommen. Ja, jetzt ist aber auch in Ordnung, Alter. Weil hier haben wir bis jetzt 3 Stunden noch was. Ah, da steht es 3 Stunden 32 aufgenommen. Da kann es mal passieren, dass zwischendurch mal in Facebook nach rein rutscht. So. Ozeumkeiten. Moment, steht da oben zufällig? Ja, habe ich mir doch fast gedacht, dass da eine Anti-Air steht. Aber gut, langsam kriegen wir genug Geld. Können wir mal ein paar schwerere Geschütze auffahren. Müssen nicht erstmal das Capturen unten? Habe ich das nicht gemacht? Nein. Ist auch egal. Fröhliches Durchschnetzeln. Der Grund, warum ich Sammy für diese Mission so gern habe. Sie hat eine ziemlich billige Co-Power, die dafür, was sie... für das, was sie kostet, haut die nämlich ganz schön hart rein. Das Capturen nicht. Vergiss das Capturen nicht. Wie lange braucht denn jetzt noch? Der ist auf 8 runter, okay.
wir das lieber mal so. Alles nach vorne rücken. So, vielleicht muss man nur noch drauf warten, bis die Kristalle kaputt sind. Das ist ja mein Ziel dann, dass ich da einfach schon direkt davor warte. In einem bis zwei Feldern Abstand für den Fall, dass dann noch ein Uzium rauskommt. Willst du vielleicht nicht was nach oben schicken, um den ein bisschen zu unterstützen? Könnte ich machen, aber... Ach, der hat schon wieder eine Super. Ja gut, ich habe ihm schon wieder so viel Ozium kaputt gemacht. Das, sowas füllt den Powerbar immer ganz schön auf. Den Powerlevel. Kamikaze! Yay!